Schaf. Muttersprachler, hä? Ja, Muttersprachler. Das ist auch deine Mutter. Ja, heute sind wir irgendwo im Nirgendwo, wie immer irgendwo halt. Und in dieser wunderschönen, sauberen, nackten Garage. Ja, Feschbar, gell? Der Schwab geht nie außer, ohne Feschbar aus dem Haus. Mhm. Und, wie schmeckt dein Feschbar so? Sehr gut, voll kein Durst. Ha, gut. Ja, da muss ich jetzt aber schon mal kurz nachfüllen. Ja, dann ablassen. Nein, danke, ich darf doch nicht, weißt du, Diät und so. Ne? Hashtag Diät, ich hasse. Danke. Ja. So, also haben wir wieder was gelernt, der Schwab geht nie ohne Feschbar aus dem Haus. Gut. Wo waren wir? Nackt, genau. Die nackte Garage. Die bodenlose Frechheit, das ist unerhört. Und deswegen sind wir hier. Unser Performance Love Friend hat uns gerufen und gesagt: Ey Leute, ich habe an und für sich meine Garage schön hingerichtet, aber es fehlt noch was. Und dann haben wir gesagt: Ist in Ordnung, Sandro hat wieder was geplant. Und ja, wir fangen jetzt mal an, oder? Ja. Ja, gut. Lasst euch überraschen, es wird schön. Ah, stopp! Ein Vorurteil möchte ich gleich mal ausschließen. Die meisten denken, nur weil wir viele Garagen haben, mit Porsche, mit Lambo, mit Ferrari, das können sich nur die Reichen leisten. Nein, ist nicht so. Also wir haben auch andere Garagen, nur sind die meistens irgendwo in Norddeutschland, in Ostdeutschland, wo wir halt nicht hinkommen. Und deswegen kommen halt in den Videos öfters mal die schöneren Autos vor, sage ich mal, die man jetzt nicht so oft sieht. Also hat nichts damit zu tun, dass das Ding nur für Reiche ist. Wollte ich nur mal klarstellen, weil das sagen viele, oh, kann ich mir eh nicht leisten. Nein, stopp, nein. Stopp, Lamm, kostet nichts viel. Arbeitsamt hat Geld auf Konto gewiesen. Also gut. Wo waren wir jetzt? Was wollte ich jetzt? Ja, genau. Haben wir schon M gesagt. Gut. Luki, warte kurz, ich muss mich sammeln. Was uns auch noch wichtig ist, ist zwecks der Planung. Wir haben öfters mal, dass Leute, wenn wir sagen, ey, schickt uns bitte die Maße zu, dann komm, machen die es einfach. Kein Problem, ich messe einmal die Länge und messe einmal die Breite. Wow. Lass die Kamera ruhig so, wie sie ist. Das war ein Ausflug. Was sonst macht das denn hier? Gut, okay. Meistens schicken die uns dann die Länge zu und die Breite zu und ja, fertig. Da kommt aber dann die böse Überraschung, wenn sie nämlich verlegen, weil dann stimmt sie mich nicht. Und zwar müssen wir darauf achten, dass wenn, oder wir, ihr müsst darauf achten, wenn uns die Maße zuschickt, bitte, dass, schaut mal hier, jetzt kannst du die Kamera bewegen, smooth, ganz langsam, sonst schimpft der Luki wieder. An der Stelle viele Grüße. Dass wir hier diese Kanten, also diese Ecken, das ist ja meistens Garagentor, und oftmals haben wir hier auch noch ein Maß. Das heißt, wenn ihr die Länge und die Breite messt, dann fehlt hier nachher was. Hilfe, mein T-Shirt löst sich auf. Sorry. Das heißt, dann ist dieses Eck hier nachher leer. Da habt ihr nichts drin, weil ihr habt es nicht eingeplant. Das gleiche haben wir auf der anderen Seite auch. Genau. Ich muss in der Planung dann festlegen können, wo fängt euer Seitenteil an. Das ist das was er euch gerade sagen will. Bei der Garage ist es jetzt so, wo endet diese Gummilippe? Weil wir wollen ja nicht, dass das Seitenteil dann später über die Gummilippe hier raus einmal ragt, sondern es soll ja genau an der Gummilippe mit den 3 cm Dehnfuge auch zur Gummilippe anfangen. Das heißt, also hier kommt die Gummilippe runter, dann fangt ihr hier an zu messen, bitte. Genau, und dann Länge, Breite und halt diese Abstände. Die Aussparung so, praktisch. Genau, so viele Maße, wie es geht, umso mehr Maße, umso genauere Maße ich habe, umso besser kann ich planen. Genau, das ist wichtig. Wechsel. Hallo. Was haben wir in dieser Doppelgarage noch? Wir haben hier eine Erhöhung, weil viele fragen, geht es mit der Erhöhung? Das sehen wir nachher im Video. Die ist minimal. Aber sie trägt ein bisschen auf. Dann haben wir da hinten haben wir Wasserrohre. Das heißt, auch da werden wir zuschneiden. Und ansonsten haben wir irgendwas vergessen? Nee. Doch, eins noch. Falls ihr eine Tür habt,
Es kommt ganz drauf an, die meisten Türen haben dann hier eben einen kleinen Absatz, dann geht es. Unsere Boden sind 1,8 cm hoch. Sollte da kein Absatz sein, einfach auch hier Seitenteile mit einplanen. Bloß man muss aufpassen, wenn man nicht mal hier Verschnitt hat, kann man die Seitenteile nicht mehr dran machen. Guten Tag. Das heißt, wir starten jetzt. Ganz einfach, kurz und prägnant. Ciao. So, Performance Love Friends, wir sind fertig. Das heißt, wir haben jetzt hier 40 Quadratmeter. Wir haben 2 Stunden gebraucht. Ein Laie braucht so im Schnitt 3 Stunden. Er ist sich gerade umgefallen, nicht wundern. Er steht wieder. Es geht ihm gut. Brauchen wir einen Krankenwagen? Nein, okay. Also, ja, was haben wir hier? Wir haben eine ganz normale Doppelgarage. Kunde wollte es recht schlicht halten. Und deswegen hat das dann nur dann dieses Design ausgewählt mit diesen Grautönen, mit diesem Farbverlauf. Man sieht allerdings, was viele vergessen. Viele sagen, ja, mit dem schwarzen Boden. Mhm. Da sagen wir, ja, der ist ein bisschen pflegeaufwendig. Ja, wieso ist der schwarz? Schwarz ist nicht gleich schwarz. Man sieht einfach, wenn ich mit dem Fuß draußen rumlaufe und ich fahre hier entlang, sieht man das ein bisschen mit dem Staub, mit dem Schmutz. Anders ist bei einem Grau, da sehe ich das jetzt nicht so extrem. Ja, unsere pflegeleichteste Farbe ist ja tatsächlich dieses, die hier, Grau-Alu. Genau, Grau-Alu. Grau-Alu, absoluter Renner. Also hätte ich eine Halle mit einer Aufbereitung, mit einer Verlierung und sonstiges, würde ich Grau-Alu reinmachen. Und die Jungs nicken, die auch, gut. Ansonsten haben wir Verschnitt, überall wieder die 3 cm Dehnfuge. Wie gesagt, wenn einem das zu wenig ist, macht ihr es aber, ruft uns bitte nicht an, oh, mein Boden stellt sich auf oder wird wellig, weil er stößt an und hat keinen Platz. Der Boden will expandieren. Und wenn der das nicht kann, dann macht er denn hier? Zu viel Dehnfuge, wenn euch das zu viel Dehnfuge ist. Gut, wenn euch das zu viel Dehnfuge ist, ja, dann macht weniger, aber ihr müsst halt das in Kauf nehmen. Wir werden auch jetzt hier an dieser Stelle eine neue Info. Wir haben bereits ein Produkt entwickelt. Es wird bald ein Sockel geben. Das heißt, wir haben den Abstand zur Wand. Wir werden einen Sockel drüber machen. Und dann kann unten drunter der Boden machen, was er will. Man sieht es aber nicht, weil das verdeckt ist. Kommt auch. Ja, ansonsten ist doch einfach schön, oder? Ja. Da geht als Italiener sagt so, Mamma mia, Passione, Ferrari, ah, Spitze. Gut. Teil 1 fertig, wir gehen jetzt weiter zu Performance 61, mal gucken, was uns da alles erwartet und ja, Luki. Jetzt noch ein kleiner Floorporn, oder? Ja, Luki, komm, mach noch ein paar Bällchen, bis dann, bis später, tschüssi.